Boah, die ist schon wieder. Wie kann man das so rumlaufen? Ich glaube, für die ist was Besseres. So eine blöde Kuh. Als erstes zeichne ich ein Rechteck. Gegenüberliegende Seiten sind gleich lang. Das sind die gegenüberliegenden Seiten, die sind gleich lang. Das sind die gegenüberliegenden Seiten, die sind gleich lang. Die Ecken heißen A, B, C und D. Die Seiten heißen A, B und jetzt gut aufpassen. Die Seite heißt auch wieder A, weil die Seiten sind gleich lang. Und diese Seite heißt wieder B, weil sie genauso lang ist wie diese Seite. So, das ist ein Rechteck. Wir wollen aber das Schrägbild von einem Körper zeichnen. Ein Schrägbild hat nicht nur die Seite vorne vom Rechteck, die ich sehe, sondern hat noch die ganzen anderen Seiten. Und das funktioniert folgendermaßen. Als erstes zeichne ich ein Rechteck, nämlich die Seite vorne, die ich sehe. So. Das ist die Vorderansicht, die ich hier sehen kann. Das ist dieses Rechteck. Ja, wenn ich jetzt ein Schrägbild zeichnen will, dann muss ich die Seiten, die nach hinten laufen, also diese alle, ja, im 45-Grad-Winkel nach hinten zeichnen. Das ist das erste Wichtige, was man sich merken muss. Und das zweite ist nur halbe Länge. Einmal hier. Jetzt verbinde ich die einfach miteinander. So, und jetzt sieht es doch schon aus wie ein Quader, oder? Schrägbild von diesem Quader. Wir müssen den mal richtig ins Auswischen. Okay. Ey, ich hab da was. Und zwar das hier. Mit diesem Zeug wird dir richtig übel. Da muss sie richtig kotzen. Ich weiß schon, wo wir das unterjubeln können. Aha. Hallo, bist du neu? Möchtest du mitmachen? Ich möchte mir das erstmal angucken. Okay, du kannst erstmal zugucken. Angespannt lassen. Guck mal, wer da ist. Kommt diese Spaßbremse auch noch für uns her? Du, ich hab eine Idee. Aber zuerst müssen wir die mehr holen. Steh! Spann dich an! Bein ran! Hi Mia! Hi, ich komm gleich! 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ey, hast du gesehen, wer sitzt? Jetzt will sie sicher noch hier reinziehen. Ey, aber ich weiß, wie die loswerden. Guck mal mit. Ey, Dominik hat gestern so einen Cosplay übergeben. Das müssen wir ja nur noch in die Pulle mischen. Scheinbar, die ist das letzte Mal hier. Guck mal, das ist ihre Sachen. Und ihr Pulle. Jemand.
Ja, die ist da hingefallen. Hey, was ist denn passiert? Komm erst mal hoch. Ich bin manchmal etwas verrückt. Ach komm, wir gehen jetzt erstmal. Magst du mit mir ein bisschen rausgehen? Ja. Ich werde verrückt. Nein, du bist aber nicht verrückt. Danke. Die haben gesagt, ich habe so eine Vergiftung oder so. Hey, geht's dir wieder besser? Seit wann interessiert dich das denn? Sie mussten ihre Magen auspumpen. Das haben wir schon gehört. Aber das wollten wir nicht. Was meinst du denn damit? Ja, also, wir haben die Kotzpulver in deine Flasche geschüttet. Deswegen! Der Arzt hat nämlich gesagt, dass ich irgendwas mit meinen Medikamenten nicht vertragen hat. Wisst ihr eigentlich, welche Angst ich hatte? Du bist immer so komisch zu uns und willst nichts mit uns zu tun haben. Als einziges auf meinem Geburtstag wolltest du nichts von den Gummibärchen haben, als wenn wir die Krätze hätten. Das glaube ich nicht! Wenn wir Mädels über Schminke reden, verdrehst du nur die Augen. Ihr kapiert überhaupt nichts. Ich habe eine Allergie, deswegen schminke ich mich auch nicht. Und ich habe eine Immunschwäche. Das heißt, ich stecke mich immer gleich bei anderen Leuten an. Deswegen esse ich Gummibärchen auch nicht aus derselben Tüte wie die anderen. Jana, echt, es tut uns leid. Entschuldigung. Das war eine echt saublöse Aktion. Ey, wir haben gleich Cheerleader-Training. Kommst du mit? Nee, das ist doch nicht für mich. Ist mir zu touchy. Aber ich finde eure Klamotten richtig cool. Vielleicht könnt ihr mir mal Styling-Tipps geben oder so. Okay, dann treffen wir uns morgen in der großen Pause an der Mensa. Ey, kann ich mitkommen? Nee, reine Mädelsaktion.